Hey und herzlich willkommen auf diesem Kanal zu diesem neuen Video. Ich muss ein bisschen leise sein. Und zwar dachte ich, werden wir heute meine Haare schneiden. Ja, auf jeden Fall nicht so kurz, aber ich würde sagen, wir pranken Mix damit mal. Ich finde, auf den ersten Blick könnte man wirklich denken, dass ich mir die Haare geschnitten habe. Und deswegen möchte ich mir die Reaktion von Max angucken. Und, also sieht hier durch die Strähnen vor allem noch sehr echt aus. Und am Anschluss schneiden wir mir dann auch noch ein bisschen meine Haare. Aber erstmal sehen wir jetzt die Reaktion von Max auf kurze Haare an mir. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu kurzen Haaren an mir in die Kommentare schreiben. Ich persönlich bin nicht so der Fan davon. Ich hatte sie tatsächlich mal so lang geschnitten vor einigen Jahren und ich habe von jedem gehört, also wirklich jeder hat mir gesagt, dass es mir überhaupt nicht steht. Ja, deswegen habe ich auch wieder lange Haare. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal gucken, was Max dazu sagt. Alles gut? Was guckst du so? Was du machst. Warum? Wie sieht das aus? Sieht nicht so gut aus? Sieht top aus. Magst du nicht? Das hast du nicht gemacht. Ich habe gerade eben im Badezimmer ein bisschen abgeschnitten. Ich wollte mir nur die Spitzen schneiden, dann wurde es schief und dann habe ich ein bisschen mehr. Was? Ist so, als ob ich meine Haare auch kurz schneiden würde, nur vorne Glatze habe. Ja. Guck mal her. Das ist nicht echt, oder? Doch, das ist wirklich echt. Nur von vorne gucken. Nur von vorne. Hast du nur vorne kurz geschnitten oder was? Ja, hinten sind sie noch ein bisschen lang. Dadurch, dass hier so, du hast die Haare hier, die sind so kurz, ne? Yes. Stufen nennt man das. Ja, meine ich auch, Stufen. Hattest du kurz Angst? Kurz, ja. Also, ja? Boah. Also hat es auf jeden Fall geklappt, wie würden mir kurze Haare stehen? Also würden sie mir stehen oder lieber ernsthaft lang? Beantworten? Also ja, ehrlich? Ernsthaft. Nicht lügen, ernsthaft. Ich würde es jetzt nicht so kurz hier machen, weil das... Also wie kurz sollte ich maximal gehen? Also ich habe jetzt ungefähr so Haare. Sollte ich so viel? Also maximal Telefon klingeln. Boah, keine Ahnung, hier irgendwie auch. Also ich würde bis hier rüber gehen. Okay, schneiden wir sie heute bis hier? Was? Also ich möchte sie heute wirklich in diesem Video schneiden. Ich dachte, das ist... Ich möchte sie wirklich schneiden. Dass du sie schneiden möchtest, weiß ich. Aber ich wusste nicht so viel. Ich dachte, willst du eine Spitze oder sowas machen? Nö, ich dachte, wenn schon, denn schon, ne? Wenn schon, denn schon, darf ich sie denn schneiden? Nein, jetzt mal kurz Spaß beiseite. Ich weiß nicht, wie... kurz wir sie gleich schneiden, beziehungsweise wie viel wir gleich abschneiden werden. Du sagst die ganze Zeit wie, heißt die Hälfte? Ja, du hilfst mir. Ich habe sie eigentlich relativ vor kurzem erst geschnitten. Bin kein Friseur, mal gucken, wie es gleich wird. Ich habe Zählt das öfter. Auch für meine Haare? Soll ich deine Haare auch schneiden? Also ich müsste mal wieder, also es wird langsam viel zu lang, finde ich. Auf jeden Fall habe ich schon mal meiner Schwester die Haare, beziehungsweise die Spitzen geschnitten und meiner Mama auch. Und das ist gar nicht mal so schlecht geworden. Du solltest Friseurin werden direkt. Ja, ne? Komm, also Haare tönen kann ich schon mal. Übrigens ist die Tönung immer noch drin. Ich habe meine Haare bis jetzt nur einmal gewaschen. Ja, am Mittwoch ist wieder dran mit Haare waschen. Mhm. Mal gucken, wie sie dann aussehen. Ich zeige euch das auf jeden Fall auf Instagram. Folgt mir dort gerne. Also für euch morgen. Genau. Und komm, beziehungsweise jedes Bad, übermorgen, weil ich habe jetzt Mittwoch Storypause. Mhm. Aber jetzt geht's ab ins Badezimmer. Ich mache jetzt erstmal meine Bürste nass und kämme ein bisschen meine Haare. Okay. Da ich weiß, wie ich mit kurzen Haaren aussehe, weil ich hatte sie tatsächlich schon mal so schulterlang. Was das denn? Max kannte mich da noch gar. Also doch, wir kannten uns vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir auch schon kannten. Deswegen werden wir jetzt nur ein bisschen schneiden. Ich habe das Ganze tatsächlich schon mal gemacht an mir selber. Aber halt wirklich minimal. Also nicht mal ein halber Zentimeter. Halt wirklich nur so ein bisschen spitz. Aber heute schon mehr, oder? Komm. Ich weiß nicht wie viel, aber ein bisschen mehr. Wächst eh nach. Ja, ich habe aber trotzdem Angst. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, habt ihr euch schon mal die Haare geschnitten? Ich muss ehrlich sagen, ich habe bei mir mich noch nie an die Haare getraut. Okay, oder obwohl warte. Ich habe... Ja, okay, egal, ja. Okay, warte. Ich kann dir auch helfen zur Not. So? Warte. Keine Ahnung. Ich mach erstmal so. Erstmal? Okay, erstmal. Fühlt sich irgendwie falsch an, das selber zu machen, oder? Yes, fühlt es sich... Sieht das jetzt irgendwie schief aus oder so? Ich habe keine Ahnung, wo du abgeschnitten hast. Okay, schneid einfach auf gut Glück und dann gucken wir gleich, ob es schön aussieht oder nicht. Boah, ich könnte sowas gar nicht, ne? Vor allem, es muss ja gerade sein und so. Vor allem habe ich Stufen, wie es ja schräg wird. Du bist aber momentan ziemlich experimentierfreudig in der Hand, kann man sagen. Ja, ne? Erstmal ein bisschen tönen, jetzt mal ein bisschen schneiden. Ja, das sieht doch sowieso niemand so. Naja, außer die Leute gerade, also außer die Zuschauer gerade. Okay, und sonst... Aber nicht recht. Auf Video sieht immer alles noch ein bisschen besser aus. Ja, genau. Kann ich helfen? Boah. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Sieht ein bisschen schräg jetzt aus. Sieht gebogen aus. Max, du musst mir helfen. Ich helfe Chrissy. Oh, ich glaube, ich habe... Ob das eine gute Idee ist? Ein bisschen viel gewesen gerade? Ich weiß es nicht. Halt mal nach hinten nochmal. Ich habe mal einen TikTok gesehen, wo jemand mit dem Messer so... Das müssen wir machen. Eigentlich sind meine Haare gar nicht so kaputt, dass ich sie schneiden müssen. Warum mache ich das eigentlich? Ach, ein bisschen kann die schaden, oder? Noch ein bisschen mehr.
Warte, wie viel habe ich? Ich habe nicht gesehen, dass du was weggeschnitten hast, sagen wir so. Oh, da schaffen wir noch ein bisschen mehr, warte. Auf jeden Fall. Warte. Ey, du bist richtig, also im Experimentiermodus, ne? Das ist die gleiche Strähne von eben? Genau. Also jetzt merkt man schon, dass ein Stück ab ist, auf jeden Fall. Also, ja, dann machen wir das so. Ich hab, warte, ja. Von eben war das ungefähr bis hier. Oh. Das ist vielleicht nicht viel, aber für mich ist es viel. Da einmal so ein Haarfail, ne? Da hat der Friseur einfach nie aufgehört, meine Haare zu schneiden. Okay. Geschnitten. Ich denke mir so, ist der nicht irgendwann fertig? Er schneidet weiter und schneidet weiter. Ich habe einmal, das war ein anderer Friseur als da, wo ich immer bin sonst. Ja, mache ich nie wieder. Sagen wir so. Warte, meine Stufen möchte ich wieder etwas höher haben. Also hier können wir schon ein bisschen höher schneiden. Alle Friseure, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Und? Ich werde gehen für. Ja, sieht besser aus. Ja, sieht frischer wieder aus irgendwie. Jetzt gerade ein bisschen gebogen, aber... Ach, meine Güte. Also man sieht auf jeden Fall, dass ein Stückchen ab ist. Auf jeden Fall. Mein Empfinden sagt mir gerade, man muss das hier ein bisschen schräger schneiden. Ja, muss man auch machen. Weil es sieht so blockmäßig aus gerade. Okay, Firma. Okay. Schnipp, schnapp jetzt deine Haare ab. Okay, warte. Über dem Waschbecken auch. Ich will es einfach so hier reinschneiden. Okay, ich hab Angst. Warte. Ich trau mich nicht. Mach einfach. Es wächst nach. Ja, genau. Mein Motto heute. Einfach jetzt so schräg hier rein, ne? Yes. Aber richtig schräg, ne? Also in die richtige Richtung. Boah, das ist gerade sehr schön. Aber nicht so viel! Oh. So? Ja, yeah, nochmal. Ach du Scheiße, ist das viel. Ist das zu viel? Das war sehr viel. Habe ich gut gemacht? Oder habe ich scheiße gemacht? Boah, weh, ich hab's jetzt nicht. Geht sogar, oder? Also ich, keine Ahnung, also bestimmt. Scheiße! Alter. Das ist noch ein bisschen viel, okay. Nachher. Ach, Scheiße! Nachher. Oh Gott. Man sieht das. Ach echt? Ich will ja nichts sagen, ne, aber. Ja. Gibt's einen Reset-Knopf? Hätten wir das lassen sollen? Ich weiß es noch nicht. Scheiße. Oh mein Gott. Ich bin schon ganz rot geworden. Okay, ich würde sagen, wir lassen die Seite jetzt einfach mal in Ruhe. Da ist jetzt einiges abgekommen. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber. Das waren alles gesunde Haare. Nächste Seite. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass alles nachher gerade wird. Oh, hopp weg. Also wenn meine Friseurin später wieder öffnet und das sieht. Du fliegst direkt wieder raus aus dem Laden. Ja. Das hier ist noch länger. Noch ein bisschen. Boah, Junge, von hinten kann man, das kann man von hinten nicht einschätzen. Man sieht, also ich sehe nicht, dass da irgendwas ab ist. Ich weiß nicht, warum das so ist. Sehr komisch gemacht. Ich weiß, das ist irgendwie... Okay, noch ein bisschen hier. Bye bye. Ich mache es jetzt einfach nach Gefühl und es fühlt sich relativ gleich lang an. Jetzt müssen nur noch hier die Spitzen, die Stufen aufgefrischt werden. Was mache ich nur? Ich glaube, ich werde schon mal kein Friseur. Mama, wenn du das siehst, es tut mir leid. Alle Friseure, die das sehen, es tut mir leid. Ich denke mal, wie bescheuert sind wir? So? Hey, geht sogar voll. Also die rechte Seite jetzt, ne? Also die neue, die jetzt gemacht hast. Ja, jetzt habe ich dazugelernt ein bisschen. Guck mal, so schnell lernt man. Man sieht jetzt vielleicht... Auf der Seite sind die Stufen besser geworden als auf der. Soll ich hier noch mal ein bisschen nachbessern? Ja, ich würde sagen, ja. Weil ich habe hier einfach irgendwie nur komisch. Vielleicht hätte ich es einfach nicht machen sollen. Gleich schneide ich so viel ab, dass sie hier oben sind. Oh. Die Stufen sind irgendwie komplett... Weiß ich nicht. Also irgendwas haut doch nicht hin. Guck mal, wir sind fertig. 3, 2, 1, boom! Die Stufen sind ein bisschen fail geworden. Ein bisschen. Guck, das, was ist das? Ja, aber besser, ist schon mal besser geworden auf jeden Fall. Sollen wir vielleicht den ganzen Haar auf die Länge schneiden? Was? Ich verstehe nicht ganz, was du sagst. Okay, auf jeden Fall ist es ein bisschen aufgefresht. Die Stufen sind wirklich ein kleiner fail geworden. Aber ich glaube, der Rest ist ganz gut geworden. Nächstes Mal wird besser. Ich sehe auf jeden Fall einen Unterschied. Ich glaube, jeder kennt es von sich selbst. Man sieht immer einen Unterschied. Egal, wie wenig man abschneidet. Ich sehe den Unterschied auf jeden Fall. Ich meine, da ist jetzt bestimmt so ein Stückchen abgekommen. Safe, ja. Und das ist für mich wirklich schon viel, weil ich beim Friseur immer sage, so wenig wie es geht abschneiden. Das ist dann meistens vielleicht ein Zentimeter. Und genau, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Lange oder kurze Haare an mir. Oder was habt ihr? Lange oder kurze Haare? Ich hoffe, das fällt mir. Ist doch nochmal gut gegangen. Also halbwegs. Also die Stufen sind echt ein bisschen fail. Guck mal, von weitem sieht man es nicht. Oh, stimmt. Also es gibt einfach keinen Übergang. Halt nochmal so, wie du gerade gehalten hast, und dann zur Kamera. Das ist irgendwie ein bisschen plötzlich. Darauf achten wir nicht, okay? Genau. Aber ich würde sagen, das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Macht es auf gar keinen Fall nach. Bitte ruiniert eure Haare nicht. Und dann hinterlasst ihr mir gerne nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Was soll ich noch mit meinen Haaren machen? Tschüss. Ciao.